Hallo, mein Name ist Nils Sauter. Ich bin Initiator und einer von 40 MitgründerInnen der Open Media Foundation e.V. Dies Video erklärt die Beweggründe und Ziele, die zur Gründung dieses Vereins geführt haben. Was nicht ausgesprochen werden kann, wollen wir zeigen. Open Media Foundation. We are open. Open steht zuallererst für Freiheit, in diesem Sinn für Zugang, Partizipation, also Teilhabe, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Der Begriff Open wurde ganz bewusst im Sinn von Open Everything gewählt. Den meisten ist hierbei Open Source oder Open Data bekannt, aber auch Open Car, Open Education und so weiter sind es wert, im Internet gefunden zu werden. Open steht für Transparenz, kontra Datenschutz. Zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wir sind für vieles offen, also nicht verschlossen. Aber auch wir haben Grenzen. Zum Beispiel bezüglich unserer Prinzipien, wie Nachhaltigkeit, Demokratie, Gemeinnützigkeit und so weiter. Wir stehen für Gemeingüter, Kulturgüter, Allmende, also alles, was jedem Menschen offen und zur Verfügung stehen sollte. Open Media Foundation. Was sind Medien? Farbe, Form und Klang sind grundlegende Elemente der Medien. Medien transportieren Kommunikation. Noch tiefer betrachtet ist dies zum Beispiel ein Signal oder Energie. Und letztlich ist es der Mensch, der sich in den verschiedensten Medien ausdrückt, von diesen beeindrucken lässt oder eben nicht. Open Media Foundation. Was sind Medien? Medien haben eine Reichweite und erreichen Zielgruppen. Sie kommen zu uns über Endgeräte bzw. Verschlüsselungen, sind ein-, zwei- oder mehrdirektional und auf den verschiedensten Trägermedien. Es gibt unzählige alte und sogenannte neue Medien und vor allem das Internet fasst viele Medien zusammen bzw. wir wachsen über diese hinaus. Open Media Foundation. Was sind Medien? Medien sind Träger von Kommunikation, zum Beispiel Lernmedien. Medien können Probleme und Konflikte lösen, aber auch schaffen. Als freie Presse und sogenannte vierte Gewalt zeigen Medien, dass diese auch die Staatsgewalten kontrollieren könnten. Selbst Absprachen, Verträge und die Verfassung sind auf Papier. Kommunikativ entstanden, möglichst auf hohem Bildungsniveau, mit dem Anspruch, Probleme zu lösen, freie Presse, Kunst und Kultur zu ermöglichen. Es ist der Mensch, der sich über Medien wie Sprache, Kunst und Kultur ausdrückt. Als Vertrieb, Marketing und PR ermöglichen Medien, dass Berufungen bei der Nachfrage ankommen können. Besonders die Vermittlung von Berufen und Arbeitsplätzen ist eigentlich ein medialer Prozess. Und last but not least ist auch Geld nur ein Medium, zum Beispiel auf Papier oder eben virtuell. Open Media Foundation. Die Open Media Foundation ist als Verein gemeinnütziger Spendenempfänger, um eigene Projekte durchführen zu können, sich als Partner zu beteiligen oder zu fördern. In Form einer sogenannten unselbstständigen Stiftung ist die Open Media Foundation Treuhänder für die Gründung der ersten unabhängigen Film- und Medienstiftung im deutschsprachigen Raum. Im Gegensatz zu Familienstiftungen, die sich in Privatbesitz befinden, gründen wir eine selbstständige, demokratische Gemeinschaftsstiftung, die gemeinnützigen Zwecken dient. Aktuell sind dies Kunst, Kultur, Bildung und Umwelt. Das höchste Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Das Alltagsgeschäft wird vom Vorstand geregelt. Zur Menschenwürde gehören die notwendigen Mittel und Medien. Zum Beispiel sich frei und in allen Medien ausdrücken zu können und auch für die Eindrücke die Medien frei wählen zu können. Die Pressefreiheit, freie Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre. Wie auch das Grundgesetz selbst fußt die Open Media Foundation auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
die ein Ausdruck des Naturrechts der Selbstbestimmung der Völker ist. Um dies zu vermitteln, setzen wir unter anderem auf die freie Bildung, die im Grundgesetz leider nur indirekt abgeleitet werden kann, im Rundfunkstaatsvertrag dahinschwindet und in den allgemeinen Menschenrechten abgeheftet ist. Die Open Media Foundation will die notwendigen Mittel und Medien für die Menschenwürde ermöglichen. Dies sind zum Beispiel Bildung, Coaching, Consulting, Öffentlichkeit im Sinn von sich Gehör zu verschaffen, Vertrieb, um die eigene Berufung zur Nachfrage zu bringen, Recht, um die Menschenwürde auch durchzusetzen, Kommunikationsmedien, damit wir ein Stück näher zusammenkommen, Geld im Sinn, das Sozialwesen zu ermöglichen, Finanzierungen, Ressourcen und Kooperationen, um Ziele zu erreichen. Hierfür bilden wir ein Netzwerk und sind der richtige Ansprechpartner. Was passiert, wenn? Was passiert, wenn die Menschen frei miteinander kommunizieren können? Was passiert, wenn sich jeder so ausdrücken kann, wie von tiefstem Herzen gewünscht? Was passiert, wenn die Medien zur Lösung der globalen und lokalen Probleme eingesetzt werden? Was passiert, wenn die Presse wirklich frei und unabhängig sein kann? Was passiert, wenn sich jeder die wichtigsten Lebensfragen selbst beantwortet? Was passiert, wenn die notwendigen Lernmedien frei zur Verfügung stehen? Was passiert, wenn auch dein Angebot bei denen ankommt, die dich brauchen? Was passiert, wenn du die richtigen Menschen und Angebote für deine Bedürfnisse und Nachfragen findest? Was passiert, wenn sich die Menschen ihre Gesetze und Spielregeln demokratisch selbst geben? Was passiert, wenn das Medium Geld dem Menschen und der Würde dient? Was willst du wirklich, wirklich? Was wollen wir und wie organisieren wir das? Und was bist du bereit dafür zu geben? Wenn dich dies anspricht, sprich uns an. Wir sind im Internet auf den üblichen Plattformen, treffen uns wöchentlich, veranstalten eine ganze Reihe von Events, arbeiten mit spannenden Partnern zusammen und sind mit den ersten Zweckbetrieben in Gründung.